Hallo, herzlich willkommen. Ich begrüße ganz herzlich, heute habe ich einen Gast, den Timber, bei mir. Hallo Timber, magst du dich kurz vorstellen? Ja, hallo, ich bin Timber. Vorstellen, gleich mehr sagen, oder? Ja, dass du vielleicht sagst, was du machst beruflich und heute geht es ja auch um die Musik, um den Obertongesang. Genau, dass du einfach kurz erzählst, wer du bist, was du machst. Ja. Ja, genau, mein Name ist Timber. Ich bin Musiker, Obertonsänger und Coach. Ja, ich komme ursprünglich aus der musikalischen Richtung und habe vor einigen Jahren das Obertonsingen für mich entdeckt. Und das war dann auch mein Zugang wieder zur Stimme, weil ich meine Stimme zwischenzeitlich überhaupt gar nicht viel benutzt habe. Und über das Obertonsingen war für mich wieder der erste Einstieg, mit der Stimme in Kontakt zu kommen. Und ungefähr so ein bisschen kurz davor, bevor ich mit den Obertönen angefangen habe, habe ich so diese spirituelle Schiene, diese spirituelle Ebene für mich entdeckt und habe dann auch so verschiedene Richtungen mir mal angeguckt und habe mich dann ziemlich intensiv beschäftigt mit The Work von Byron Katie und habe da die Coaching-Ausbildung gemacht zum Coach. Und jetzt in den letzten 2, 3 Jahren habe ich mich sehr viel mit der Stimme noch, mit weiteren Aspekten von Stimme beschäftigt. Und da habe ich auch Iris kennengelernt. War ich bei ihr auf einem Workshop. Und das war so dann der Weg, so vom Obertonsingen aus zu gucken, was kann man noch mit der Stimme machen, außer Obertöne zu singen. Weil die Stimme kann ja noch ganz andere Dinge. Und da habe ich jetzt mich in den letzten 2, 3 Jahren sehr viel mit beschäftigt und habe dann auch angefangen, als ganzheitliches Stimmcoaching zu machen. Also habe mit Menschen dann, arbeite jetzt mit Menschen auch, die wieder mehr Zugang zu ihrer Stimme bekommen möchten. Unterstütze sie da und verbinde das jetzt auch ein bisschen mit The Work. Da mache ich jetzt so ein Seminar, was ich jetzt schon mehrmals angeboten habe, wo wir das zur Befreiung der Stimme oder Entfaltung der Stimme, wo wir das kombinieren, machen stimmliche Übungen, Experimente und so spielerische Zugang zur Stimme und gucken dann auch, wo gibt es noch Hemmungen, wo ich mich noch nicht so entspannen kann, wo ich mich noch nicht vertrauen kann in die Stimme, wo gibt es einfach noch Energien, die mich zurückhalten und die gucken wir uns dann noch mit The Work an. Und da ist noch was auf der Ebene auch noch was zu erlösen. Okay, also The Work nutzt du, um herauszufinden, wo irgendwelche Blockaden sein könnten? Oder musst du die daran hindern, dass die Stimme frei schwingen kann oder sich entfalten kann? Genau, herausfinden und natürlich auch dann die in die Lösung bringen. Und wie machst du das mit der Lösung? Das ist natürlich immer interessant. Ja, das ist ja das ist dieser Prozess von The Work. Also da guckt man sich dann an. Also der Einstieg ist immer erstmal über den Gedanken. Der guckt uns dann an. Das ist quasi so eine Selbstbeobachtung, wenn wir so Übungen machen. Also man macht spielerische Übungen, wo man mit Stimme und tönt und danach teile ich dann so ein Blatt aus, wo man mal sich selber nochmal in der Rückschau beobachten kann. Wie ist es mir ergangen? Was ist mir leicht gefallen? Was ist mir schwer gegangen? Wo waren Hemmungen da? Und dann ist man da auf der Spur. Ja, was hemmt mich da, mich einfach in den Ausdruck zu gehen? Und dann findet man dann die Gedanken raus, die da sind. Zum Beispiel, ich darf mir nicht so viel Raum nehmen. Ich bin zu laut oder ich kann das nicht oder ich bin nicht gut genug. Es ist peinlich und diese ganzen Dinge. Ich muss perfekt sein. Und dann, das ist dann der Ausgangspunkt, um damit in den Prozess von The Work zu gehen. Und da kann man dann sehr tief mitgehen und gucken, diese Energien wirklich mal spüren, wie sich das anfühlt und mit diesen Energien in Kontakt kommen. Und dann können die sich lösen und kann man die Stück für Stück dann loslassen und wird dann immer freier. Und also das ist ein ganz tolles Seminarformat. Das sind sehr tiefgehende Prozesse dann möglich. Das heißt, man geht eigentlich nochmal in die Blockade oder in diesen Glaubenssatz und fühlt das nochmal, weil ich glaube, man kann ja eh nur Sachen auflösen, die man nochmal fühlt. Es geht ja nicht über den Kopf, sondern es muss ja, glaube ich, gefühlt sein, damit es möglich ist. Ja. Genau, also
Ich mache das so by the work, das ist so meine Sicht, dass ich auch immer das Feld eröffne, das ist wirklich das einzuladen, dieses Gefühl nochmal zu erleben und nochmal und gleichzeitig zu gucken, auch was macht es mit mir, was sind die, die Frage ist ja, wie reagierst du, wenn du diesen Gedanken glaubst, also was passiert dann, was passiert im Körper, wie fühlt sich das im Körper an, was passiert, was kommen da für Gedanken, was die dann weiter, welche Filme laufen da ab? Und auch, welche Handlung entsteht daraus? Wie gehe ich dann mit meinem Umfeld um? Wie gehe ich mit mir selber um? Das ist so dieses, sehr, kann sehr umfassend sein, was passiert, wenn ich den Gedanken glaube? Und man kann dann auch noch so ein bisschen in so eine Art schamanische Arbeit dann mit reingehen in dem, innerhalb von dem Prozess, wo man dann auch vielleicht sich zum Beispiel eine Energie dann auch als Wesen gegenüber anschaut und mit dem in ein Gespräch geht, muss aber nicht sein. Also da gibt's mit The Work ist eigentlich, da kann jeder auch so ein bisschen seinen eigenen Weg gehen. Der eine geht sehr in die Tiefe, beim anderen ist vielleicht noch nicht so Zeit, da geht es dann ein bisschen an der Oberfläche und da kann jeder so seinen eigenen, so ein bisschen seinen eigenen Weg damit finden. Also so. Was bedeutet Stimme für dich? Ja, das ist sehr vielfältig, sehr komplexes Thema. Stimme ist einerseits natürlich der akustische Ausdruck, das, was nach außen geht. Ja. Das ist ein Ausdruck meiner Energie. Es hat, es ist ein Aspekt natürlich Kommunikation, wie ich mit den Menschen rede, was ich nach außen gebe. Dann der Klang, was auch in der Kommunikation, was erlaube ich mir auszudrücken, was halte ich zurück, wie ist der Klang und dann natürlich einfach der rein klangliche Aspekt, wenn ich jetzt ins Tönen gehe, sind es einfach Klänge, die durch die Stimme rausfließen. Und was bedeutet Obertongesang für dich? Ja, Obertongesang, vielleicht muss man es überhaupt mal erklären, was es ist. Für die Leute, die es jetzt nicht wissen, oder wo soll ich da jetzt anfangen? Ja, einmal was es ist. Es ist ja, Obertöne sind ja immer da, auch beim Singen, auch wenn man jetzt nicht den Obertongesang macht, sondern jede Stimme hat ja Obertöne. Genau, auch beim Sprechen. Auch beim Sprechen, genau. Und beim Obertongesang lernt man ja nur, diese Obertöne hinaus zu filtern. Ich erkläre es mal kurz auf meine Art. Ah, okay. Für die Zuschauer, es gibt ja dieses Experiment, das kennen vielleicht einige aus dem Physikunterricht noch, wo man so eine Pyramide aus Glas hat, so ein Prisma, und da geht auf der einen Seite ein weißer Lichtstrahl rein und auf der anderen Seite kommt es dann als Regenbogenfarben aufgefächert raus. Da gibt es auch dieses berühmte Schallplattencover von Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, da ist das vorne drauf, vielleicht kennt es der eine oder andere. Und da sieht man halt, wie das, was wir als weißes Licht wahrnehmen, in Wirklichkeit zusammengesetzt ist aus einer Vielzahl von farblichen Facetten. Und wir nehmen es aber als Einheit wahr, als weiß. Und so ähnlich ist es auch beim Klang. Wenn ich einen Ton singe, dann besteht der, wir hören einen Ton und dann kann man sagen, die Tonhöhe ist jetzt ein C oder ein F oder es ist 330 Hertz oder was auch immer. Und in Wirklichkeit ist es nicht ein Ton, sondern das sind ganz viele Teiltöne. Das ist der Grundton unten und darüber geschichtet sind die ganzen Obertöne. Und alle Klänge, die jetzt von den Musikinstrumenten kommen, die wir kennen, sind eigentlich so aufgebaut, dass die aus diesen verschiedenen aus einem Grundton und den darüberliegenden Obertönen bestehen. Und beim Obertongesang ist es so, dass wir einen bestimmten Oberton davon rausfiltern und den verstärken und die anderen Töne abdämpfen. Und das ist dann eigentlich wie eine extreme Klangfarbe und dann kann man damit Melodien machen. Mhm. Vielleicht, ich kann es auch mal demonstrieren. Ja. Wenn ich jetzt einen normalen Ton singe, das sind jetzt ganz viele Obertöne drin, jeder unterschiedlich laut in der Grundton. Und jetzt kann ich da die einzelnen Obertöne rausfiltern. Ich singe mal den erstes A und dann gehe ich in die Obertontechnik von dem.
Jetzt habe ich verschiedene Obertöne da quasi raus isoliert aus diesem Gesamtklang. Das ist also, dass man jetzt die einzelnen Bestandteile dieses Klangs quasi hintereinander hörbar machen kann. Das ist, glaube ich, eine ganz alte Gesangsform, oder? Obertongesang? Gibt es schon lange, oder? Es gibt es schon lange in verschiedenen Kulturen. Also man weiß zum Beispiel in der Mongolei, dass es ja, oder in diesen Tuva und diesen zentralasiatischen Gebieten, dass es da eine lange Überlieferung gibt. Dann hat man das auch in anderen Kulturen gefunden, in Afrika, in Asien, in ganz verschiedenen, also in Südostasien oder Richtung Neuguinea, in den Philippinen irgendwo. Ich weiß es nicht so ganz genau, das kann man nachlesen im Internet. Also hat man bei vielen Völkern gefunden, so ein bisschen, jeder ein bisschen unterschiedlich ausgeprägt, wie die damit umgehen, aber dieser Aspekt von Obertönen, dass sie mit Obertönen Musik machen, das gibt es in einigen Kulturen. Mhm. Für mich stellt sich immer die Frage, in Europa gab es ja keine Überlieferung für uns. Das wurde entdeckt in den 1960er, 70er Jahren, hat man das herausgefunden, diese Möglichkeit. Das war so ein Zirkel um Karl-Heinz Stockhausen rum, also aus der sogenannten ernsten Musik. Und da war Michael Vetter, glaube ich, war da beteiligt, soweit ich weiß. Also es war so eine Gruppe, die da das rausgefunden hat. Und Karl-Heinz Stockhausen hat dann ja die erste Komposition geschrieben, 1968, das Werk Stimmung, 1968 Uhr aufgeführt, ja, wo man diesen Obertönen arbeitet. Und für mich stellt sich natürlich immer die Frage, ob es das in Europa schon mal früher auch schon mal gegeben hat, bei unseren Vorfahren irgendwie diese Obertonart zu singen und irgendwann in Vergessenheit geraten ist, oder ob es es nicht gab. Also es gibt bisher irgendwie, soweit ich weiß, keine Zeugnisse davon, dass es das bei uns mal gab, aber heißt ja nicht, dass es es nicht gegeben hat. Mhm. Nur hat man bisher keine Zeugnisse gefunden dafür. Mhm. Also das okay. Ist eine spannende Frage. Was fasziniert dich denn am Obertongesang? Ja, die Faszination, das war so ganz spontan. Ich habe einmal in Stuttgart in der Fußgängerzone, da war so eine Gruppe, da waren, glaube ich, drei Musiker aus Zentralasien, Mongolei oder irgend sowas. Und die haben da Straßenmusik gemacht und hatten sich unter so einem Arkadengewölbe aufgestellt. Und dann habe ich diesen Ton gehört, das war so ein, das hat mich, ging bei mir irgendwie voll ins System rein. Ich dachte, wow, was ist das? Was ist das für ein Ton? Wo kommt der her? Und ich habe mir die Musiker angeguckt und ich habe nicht, ich wusste nicht, welcher von den Musikern jetzt diesen Ton erzeugt. Mhm. Weil er klingt ja nicht wie ein gesungener Ton, er klingt eigentlich fast eher wie ein Instrument. Manche Leute denken, er klingt wie eine Flöte. Und der schwebt, der ist schon scheinbar körperlos, schwerelos, schwebt er irgendwo so in der Luft, dieser Ton. Und dann war ich da eine ganze Weile ganz fasziniert, wie angewurzelt gestanden und habe geglotzt. Herrlich, so stelle ich es mir heute vor. Irgendwann war ich ganz fasziniert und hypnotisiert davon. Und kam es dann, dass es aus so einem fülligen Mann, der noch so eine Art Kontrabass mit drei Saiten, glaube ich, hatte, und dass der wohl diesen Ton produziert haben muss. Und dann, das war schon sehr lange her, dieses Erlebnis, und dann habe ich es aber wieder ein bisschen vergessen. Und dann, während ich die Ausbildung gemacht habe zum Coach for the Work, hat der Seminarleiter irgendwann mal als Meditationsuntermalung oder Entspannungsmusik was laufen lassen von Andreas Krause. Das waren so indische Mantren, wo er auch mit Obertönen reinmischt. Okay. Und dann, das hat dann nochmal das mich wieder daran erinnert, und dann habe ich gesagt, okay, und das habe ich mir die CD gekauft und rauf und runter gehört, und dann kam so dieser Wunsch, ich will das lernen, und dann habe ich geguckt, wo kann man das lernen, und da gibt es ja auch erstmal gar nicht so viele Möglichkeiten. In Stuttgart gab es auch einen Obertonsänger, der hat aber irgendwie keine Angebote oder hat nicht so viele Angebote gehabt zu der Zeit, und dann bin ich nach München, habe ich mich angemeldet nach München zum Matthias Briffler und habe dort meinen ersten Kurs gemacht. Und ja, und es hat mich einfach total gefesselt. Und ich habe dann angefangen, ganz viel zu singen. Ich habe davor, die vielen Jahre, habe ich fast überhaupt nicht gesungen, weil ich auch meine Stimme irgendwie nicht so, war nicht so ganz glücklich mit meiner Stimme. Ich habe die immer als sehr begrenzt empfunden. Und
weil der Stimmumfang war so klein, dass ich immer, wenn ich irgendeine Melodie singen wollte, dann musste ich immer Oktav runter oder hoch springen, weil ich dann immer wieder an die Grenzen kam von meiner Stimme. Und dann macht es halt irgendwie nicht so viel Spaß, wenn man einen Bogen nicht mal aussingen kann, sondern irgendwie immer auch in der Kirche zum Beispiel. Also ich war nicht oft in der Kirche, aber wenn ich mal war an Weihnachten oder so, mal ein Lied mitgesungen habe oder irgendwo, wo gesungen wurde, dann war das oft so, habe ich das so erfahren und das war dann nicht so lustvoll. Und hat sich das durch den Obertongesang verändert, der Stimmumfang? Hat sich der... Ja. Hat sich verändert und es ist immer noch ein Weg bei mir. Also ich bin da immer noch auf dem Weg. Ich habe dann auch gemerkt, dass irgendwann habe ich mal gemerkt, bei einem Oberton-Workshop, dass ich eigentlich keine Kopfstimme singen kann. Mhm. Ich habe mich immer gewundert, auch warum ich nicht ein bisschen höher kann. Und dann habe ich gemerkt, dann war so eine Übung, da sollten wir so einen Ton runterfallen lassen, von der Kopfstimme angefangen, so einen hohen Kiekston, dann ganz langsam runterfallen lassen, bis zum tiefsten Ton. Und dann gibt es ja irgendwo, wenn man das nicht so gut, noch nicht so geübt ist, dann gibt es irgendwo so einen Bruch, wo die Stimme dann so schlackelt, mhm, wo dann der Übergang ist von der Kopfstimme. Und dann habe ich gesagt, bei mir ist da gar kein Bruch. Mhm. Und dann hat der Wolf gesagt, ja, das ist ja super, dann hast du das Problem gar nicht, in diesem Bruch. Und dann habe ich gemerkt, aber irgendwie habe ich es nochmal gemacht, dann habe ich gemerkt, nee, es liegt nicht daran, dass ich den Bruch nicht habe, sondern es liegt daran, dass ich gar nicht hochkomme in die Kopfstimme. Mhm. Dass ich schon mit der Bruststimme anfange und dann... Ja. Und dann ist mir das so richtig klar geworden. Und dann habe ich das manchmal beobachtet, dass nach so einem Wochenende, ich habe ja dann beim Wolfgang so diese Masterclass gemacht. Mhm. Es waren 4 Wochenenden. Und dann hatte ich manchmal so Situationen gehabt, wo ich dann heimgefahren bin von dem Wochenende und dann am Montagmorgen auf einmal konnte ich ganz hoch in der Kopfstimme singen. Mhm. Nach diesem Wochenende. Und dann hat es aber gar nicht so lange gehalten und dann war es dann oft Montagabend war es schon wieder weg. Oder? Ja. Finde ich spannend. Weil mir geht es oft so, dass ich morgens, wenn ich noch nicht so ganz wach bin, total in die Höhe komme. Ja. 2 Stunden später ist es vorbei. Und ja, das einfach, weil die Muster noch nicht so greifen morgens. Also bin ich noch vom Schlaf und so. Und eigentlich denkt man, ja, da ist die Stimme noch nicht warm und verschleimt und so. Aber es ist verrückt. Würdest du sagen, dass das bei dir auch was mit Blockaden zu tun hat? Dass das mit der Kopfstimme schwierig ist? Vermute ich, ja. Dass irgendwo eine Energie ist, die das noch nicht so ganz zulassen will. Okay. Und ja, seitdem bin ich jetzt auch auf dem Weg, so die letzten 2-3 Jahre das mehr und mehr zu erforschen und habe da schon ganz tolle Erlebnisse gehabt. Auch auf verschiedenen Workshops, wo es dann mal richtig aufging. Ah. Und immer wieder so, es gibt dann immer wieder so mal so Momente, so Zeitfenster, wo es sich dann öffnet und wo ich dann wunderschön mit der Kopfstimme singen kann. So mein Vorbild ist da Bobby McFerrin. Mhm. Oh. Der ja auch. Da gibt es so eine CD, die liebe ich schon seit ganz vielen Jahren mit einem Duo mit dem Cellisten zusammen, mit dem Yo-Yo Ma. Mhm. Und da machen sie so Stücke, so man kann sagen, kitschige Stücke wie Ave Maria und von Bach irgendwie so diese bekannten Stücke, diese R. Und und das gefällt mir so, das ist so schön mit der Kopfstimme und dem Cello. Mhm. Und das ist so mein Wunsch, mal so in der Art auch zu singen. Und dann gab es mal schon ein paar so Momente, hatte ich jetzt schon erlebt, wo ich dann auch so in der Qualität dann singen konnte. Und wow, macht mir auch richtig Spaß. Ich habe ja auch beim Wolfgang Saus die Obertongesangsausbildung gemacht. Und ich hatte das Gefühl, das ging, glaube ich, ein knappes Jahr damals, bin mir nicht mehr sicher. Aber ich hatte das Gefühl, dass bei allen, die da teilgenommen haben und auch bei mir, sich was verändert hat. Also Obertöne machen was. Ja. Kannst du da was dazu sagen? Oder haben sie eine Heilkraft? Oder die haben ja eine besonders hohe Schwingung. Also, kannst du da also ehrlich gesagt, ich kann es jetzt gar nicht so genau, ich krieg's jetzt gar nicht so genau zu fassen, weil das war bei mir eine Zeit, wo ich mich mit den Obertönen angefangen habe, mich mit Russland so stark zu beschäftigen, wo ich einfach auch sehr viele andere, das war einfach eine riesen Umbruchszeit in meinem Leben. Ich war früher so von, war ich eigentlich ja so eher so ein bisschen rational unterwegs und habe auch alles, was
so ein bisschen mit Spiritualität zu tun hatte, habe ich ziemlich abgelehnt. Und das war so 2010, war bei mir so der große Umbruch, wo ich mich auf diese spirituelle Ebene eingelassen habe. Und dann habe ich 2013 oder 14 habe ich angefangen mit den Obertönen. Also da war ich mitten in dieser, wo hat sich einfach so viel geändert in meinem Leben und in meiner Anschauung von mir selber und von der Welt. Und dann kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, was von woher kommt, ob es jetzt von The Work oder von den Obertönen oder was ich noch alles ausprobiert habe in dieser Zeit. Es war einfach, ja, da ist einfach ganz viel zusammengekommen. Jetzt stehst du ja ab und an auch auf der Bühne und gibst Konzerte, habe ich gesehen. Wie ist das für dich, da vorne auf der Bühne zu stehen? Ja, es ist schön und am schönsten sind eigentlich die Momente, wo ich dann gar nicht mehr weiß, dass ich auf der Bühne stehe, weil ich einfach so in der Musik drin bin, dass das gar nicht wichtig ist, ob das jetzt auf der Bühne ist oder im Proberaum oder. Da geht es dann einfach um die Musik und um den Klang und um das zu feiern einfach und zu genießen. Das heißt, alles drumherum löst sich dann irgendwie auf, also in der Wahrnehmung, sondern dann gibt es nur noch die Musik und den Klang. Genau, das ist eigentlich so, das kenne ich. Ich habe ja schon immer Musik gemacht, schon als Kind, als Jugendlicher. Ich habe ja dann auch ein paar Semester Musik studiert und war schon eigentlich immer auch auf Bühnen unterwegs. Was jetzt neu ist, dass es jetzt im Gesang ist. Also ich habe ja lange Zeit dann elektronische Musik gemacht und so Jazz mit Elektronik kombiniert und war da sehr viel mit Bands unterwegs. Und dann hatte ich ein Duo mit einem Lichtkünstler, elektronische Musik und Licht. Und das war eigentlich schon immer so, dass in dem Moment, wo ich einfach komplett in der Musik drin bin, dann ist alles andere eigentlich existiert gar nicht mehr. Und ich habe das aber auch mal erlebt bei einer Prüfung, als ich hatte einen Musikleistungskurs gemacht in der Schule im Gymnasium und hatte dann immer wieder eine Prüfung zu spielen und auch eine Abiturabschlussprüfung. Und da ging es mir dann so am Anfang, ich hatte damals mit Cello das gemacht, das war mein Instrument in der Kindheit. Und am Anfang hat man dann alles so gezittert, so die ersten 2-3 Takte. Und irgendwann war ich dann in der Musik drin und dann war alles andere unwichtig und dann konnte ich einfach spielen und dann war die ganze Aufregung eigentlich weggeblasen und dann habe ich einfach Musik gemacht. Wolltest du schon immer Musiker sein oder werden? War das schon immer so dein Traum, oder? Ja, absolut. Das war von der Kindheit an eigentlich ziemlich bald hat sich das so rauskristallisiert. Also du wusstest das schon als Kind, dass du Musiker werden möchtest? Ja, also ich könnte jetzt mal forschen, wann das vielleicht war als Kind, aber ich glaube so, ich habe in der 3. Klasse habe ich angefangen mit Cello. Mhm. Das war dann so mit 10 wahrscheinlich oder so. Mhm. Und das hat mir ziemlich Spaß gemacht auch. Und dann, also so ab vielleicht 13 oder 14 war das schon ein Wunsch, da das als Hauptaufgabe auch beschäftigen zu machen. Dann eigentlich auch in der Schule, das war mir eigentlich alles andere egal. Ich habe dann irgendwann die klassische Musik, das war mir dann aber zu eng irgendwie. Mit dem Cello habe ich auch im Orchester gespielt und das war mir dann alles zu eng und zu autoritär und irgendwie zu wenig kreativ, weil dann war immer irgendwie, man kriegt immer gesagt, was man machen soll und wie es und welche Stücke. Diese Auswahl hat immer der Dirigent getroffen und hat dann auch gesagt, wie man es spielen soll. Und dann gab es eine Hierarchie im Orchester, die am ersten Pult saßen, die waren dann die Heroes und die haben dann immer manchmal so vorwurfsvolle Blicke nach hinten sich umgedreht, wenn irgendwo was Falsches kam und so. Und da hatte ich dann irgendwie keine Lust drauf. Und dann hatte ich angefangen, dann so Bands zu gründen, habe mich dann für Jazz und für Popmusik interessiert. Relativ spät eigentlich erst, aber habe dann Gitarre gespielt und Bass und Keyboard und verschiedene Sachen und habe dann irgendwie meine eigene, da ging es einfach darum, so diese Kreativität zu haben, um einfach selber was zu machen und mit Freunden zusammen in einer lockeren Atmosphäre einfach Dinge auszuprobieren, anstatt irgendwie die vorgefertigten Wege zu gehen, glaube ich. Das war einfach ein ganz großer Aspekt davon.
Also das heißt, Kreativität spielt in deinem Leben schon auch eine große Rolle. Also das Ausleben deiner Kreativität. Ja, und irgendwie merke ich auch immer wieder, dass ich irgendwie, wahrscheinlich ist das auch irgendwie einfach so angelegt in mir, dass ich irgendwie immer auch versuche, neue Wege zu gehen und nicht so diese Bekannten, das was so der Mainstream ist, das interessiert mich nicht. Ich bin immer auf der Suche nach irgendwie, nach anderen Sachen, wie es irgendwie anders geht und was man noch machen kann. Würdest du denn sagen, dass du jetzt deinen Traum lebst? Oder fehlt dir noch was? Oder bist du so, wie es jetzt ist, ganz zufrieden? Ich bin nicht ganz zufrieden. Mhm. Aber ich denke, ich bin auf einem sehr guten Weg und bin auch sehr zuversichtlich, dass, dass da noch gute Dinge passieren. Mhm. Okay. Ich danke dir, Timo, für dieses Gespräch. Ich werde nachher noch unter der Aufzeichnung deine Webseite schreiben und mitteilen. Und wer Interesse hat an, gibt es auch Einzelstunden? Ja. Einzelstunden und auch, du machst ja auch Seminare, verschiedene. Mhm. Findet ihr dann auf deiner Webseite alles. Genau, eins vielleicht noch zum Erwähnen, das was ich vorhin erzählt habe, dieses Seminar zur Stimmentfaltung, wo wir auch mit The Work arbeiten und mit stimmlichen Ausdrucksmitteln und auch Obertöne werden da auch eine Rolle spielen. Das ist dieses Jahr findet in Pfingstferien statt, also im Süddeutschland hat zumindest Pfingstferien im Juni. Genau, einen Termin weiß ich jetzt gerade tatsächlich nicht, aber genau, und zwar im Schwarzwald, im Haus Lichtquell. Ah, okay. Ja. Schön. Du bist ab und an in Bayern, oder? Zu Seminaren, oder? Ja, ich habe jetzt öfters auch im Allgäu Seminare gegeben, in Kisleck und in Niedersandhofen. Und das ist natürlich, haben wir vergessen zu sagen, in Stuttgart. Genau, das ist mein... Ja, genau. Und da bietest du, glaube ich, auch regelmäßige Kurse an, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe. Genau, in Stuttgart biete ich an Oberton, Einzelstunden halt und Kurse auch. Da ist jetzt im 13. April rum, ist ein Wochenende, 2 Tage, wo ich Oberton-Intensivkurs mache. Ah, okay. Ja. Spannend. Okay. Herzlichen Dank, Timber, für dieses Gespräch. Spannend. Ja, danke dir auch, Iris. Und den Zuschauern, danke fürs Zuschauen. Okay, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.